KI-Kompetenzen aus meiner Sicht sind wichtig, vor allen Dingen fürs Lehramt, weil die Lehramtsstudierenden, die ja dann später Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen werden, unbedingt KI-Kompetenzen mitbringen müssen, um diese an ihre Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Wenn man sich zum Beispiel Chatbots anschaut, da wird es dann in der Anwendung sofort akut, oder wenn ich, im Handy was eintippe und dann Textvorschläge oder Wortvorschläge kriege, die das Wort vollenden, das sind auch im Prinzip sprachliche Algorithmen, die da eine Rolle spielen, dann begegnet uns das in unserem alltäglichen Leben und das muss erklärt werden. Also man muss es erklären können, und deswegen finde ich, dass KI-Kompetenzen in dem Bereich der Sprachen vor allen Dingen sehr, sehr wichtig sind und vor allen Dingen auch Lehramtsstudierende da unbedingt Bescheid wissen sollten. Wie kann man KI lernen, ist eine schwierige Frage, weil es ein weites Feld ist. Es ist auch unklar, wie man KI definiert. Ich habe einfach Angebote vom KI Campus genommen und habe die versucht dann in meine Lehre zu integrieren und hatte da quasi Experten, die diese Materialien erstellt haben. Der KI Campus ist ein super Projekt, zum einen, weil er einem die Chance gibt, dass man Lehr-Lernmaterialien kostenlos nutzen kann, und zum anderen, weil man qualifizierte Materialien hat, die wirklich einem von Experten hergestellte Meinungen oder Bereich zur KI anbieten. Und der dritte wichtige Aspekt ist der, dass man es wirklich einfach in die Lehre integrieren kann. Also noch muss ich halt auf den KI-Campus zugreifen. Cool, wenn ich die Materialien auch in mein eigenes LMS einbinden könnte, aber so ein Riesenproblem ist das jetzt eigentlich nicht, dass man eine externe, also finde ich jetzt, eine externe Ressource nutzt. Studierende würden es gerne im eigenen Learning Management System haben, aber Hauptsache ist, die Materialien stehen zur Verfügung. Ich kann sie kostenlos wirklich verwenden in meiner Lehre, ohne dass ich da irgendwelche Befürchtungen haben muss, dass ich irgendwas für zahlen muss oder so.